Mein lieber Wolfgang, herzlichen Dank fürs Einschicken deiner Fotos und Videos der Davosa Ternus GMT. Meine Lieben, ich würde sagen, auf geht's zum Review. Moin und willkommen zusammen, wie gerade schon erwähnt, zum Review der Davosa GMT vom Wolfgang. Ich hatte vom Alex vom Federhaus auf dem Uhren-Event von Markus auch mal seine Davosa GMT, die Batman, in der Hand und konnte mich da von der Qualität wirklich selbst überzeugen. Die Davosa sind tolle Uhren, ja, es sind Hommagen. Und da habe ich ja immer so ein kleines Thema mit. Nichtsdestotrotz finde ich gerade jetzt diese Variante hier vom Wolfgang super interessant, weil Es könnte fast die neue Explorer sein mit Keramiklünette. Gut, die Lünettenform ein bisschen anders, aber von der Einlage, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall so, ist eine schöne Kombination zwischen Rolex Sportmodell bzw. zwischen Submariner und Explorer. Gefällt mir richtig gut und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die technischen Daten und Spezifikationen an. Der Durchmesser der Davosa liegt bei 42 mm. Das ist eine schöne Größe für eine Sportuhr. Die Bandanstoßbreite dementsprechend bei 22 mm. Die Uhr kommt am Stahlband, allerdings auch mit einem zusätzlichen NATO-Band. Und bei 22 mm, da kann man noch ganz gut auch alternative Bänder finden, wenn man denn möchte. So ein orangenes könnte ich mir sehr gut vorstellen im Sommer, passend zum GMT-Hand natürlich. Und auch mit der blau-schwarzen Keramiklünette passt das sehr gut. Ja, wie gesagt, die Lünetteneinlage ist aus Keramik in Blau und Weiß, was mir sehr gut gefällt. Man hat 200 Meter Wasserdichtigkeit und das ist halt, Davosa ordnet diese Uhr im Taucherbereich ein. Das passt ganz gut. Die Höhe, naja, es ist ein GMT-Werk verbaut. Ich weiß nicht, ob es das SW300 oder das ETA 2893-2 ist. Trotzdem, 15,5 mm, das ist schon sehr hoch. Das hat schon fast Avenger-Potenzial. Wo der Avenger ist noch ein bisschen dicker. Trotzdem, also die Uhr ist schon etwas höher. Am Arm habe ich das allerdings nicht so extrem gemerkt. Das hat immer noch ganz gut gepasst. Und im Endeffekt ist die Uhr nach wie vor gut tragbar. Über die Hörner gemessen haben wir, und jetzt muss ich nochmal spicken, über die Hörner gemessen haben wir eine Länge von 50,4 mm und das sieht man dann auch wieder. Die sind etwas kürzer gehalten. Die Uhr passt auch, denke ich mal, an den etwas kleineren Arm. Ist sehr kompakt gebaut. Klar, die Höhe könnte man jetzt noch bemängeln, aber im Großen und Ganzen eine ordentliche Uhr. Komm, lass uns mal das Design jetzt als nächstes nehmen und das gefällt mir sehr gut. Ich habe es gerade ja schon erwähnt, es ist so eine Kombination aus Submariner und Explorer 2. Das poppt. Ich finde es sowieso schade, dass es nicht zu viele Taucheruhren gibt oder GMT-Uhren mit weißem Blatt. Und gerade jetzt dieses crisp-weiße Blatt mit den schwarz eingefassten Indizes, Super Luminova belegt, schwarz-weiße Keramikeinlage in der Lünette. Das hat was. Das ist wirklich interessant, erfrischend anders. Das ist eine tolle Sommeruhr, die man rocken kann. Ne? Dann auch wirklich am NATO-Band oder am Stahlband. Also sehr wandlungsfähig und ein Ticker, der so in der Form Spaß macht. Ich würde mir wünschen, dass mehr Hersteller auch mal helle Blätter, weiße Blätter bei Uhren bringen. Klar, es gibt von Citizen zum Beispiel die Citizen Pro Master Diver, die haben aber so einen Lumeblatt, Leuchtkeks, total super in der Nacht zum Ablesen, aber es ist halt komplett mit Lume belegt und die ist halt nicht weiß, sondern eher, ja, wie soll ich das sagen, so grünlich immer, weil klar, es ist Leuchtmasse. Von daher fände ich das schön, wenn noch mehr Hersteller, gerade bei Divern, auch mal weiße Blätter oder hellere Blätter rausbringen, weil ich finde, das gibt den Tickern immer so das gewisse Etwas. Ah, mein Handy! Tja, was gibt's denn zu meckern über die Davosa? Beziehungsweise, was ist so ein Kritikpunkt, den man geltend machen kann? Gut, klar, die Uhr ist teuer, 1500 Euro. Ich finde trotzdem vom Design, von dem, was sie bietet in Bezug auf die Verarbeitungsqualität,
in Bezug auf die Komplikationen, die man bekommt, GMT-Werk, gerade GMT-Uhren in dem Preisbereich sind teurer. Man vergleiche das Ganze mit Marcello C. Da hat man ähnliche Uhren, nicht in dem schwarz-weißen Design natürlich, aber es gibt da auch GMT, die GMT Tridente mit 1000 Meter Wasserdichtigkeit, by the way. Die kommt auch so in dem Preisrahmen daher. Und wenn man sich überlegt, dass Davosa eine extra schwarz-weiße Keramiklünette hergestellt hat, kann ich das schon respektieren. Und es ist, wie gesagt, eine limitierte Edition. Von daher kriegt man da schon ein ganz gutes Paket. Klar, man muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wer das nicht möchte, kann sich ja auch bei Steinhardt austoben. Aber da ist es dann halt wieder mehr Hommage. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Man bekommt hier einfach eine sehr einzigartige, schöne, verarbeitete Uhr mit hellem Blatt. Und ich respektiere das und ich finde dann auch in dem Umfang den Preis dafür in Ordnung. Dann kommen wir doch zum Fazit vom Review der Davosa. Ich finde die Uhr cool. Ganz ehrlich, das Design finde ich klasse. GMT-Komplikation, Datumskomplikation mit dabei. 200 Meter Wasserdichtigkeit. Ding taucht für alles. Kann man als Daily-Rocker nehmen, kann man als Urlaubsuhr nehmen. Es kann eleganter, kann sportlich. Ich bin da wirklich begeistert. Wolfgang, danke nochmal fürs Zuschicken der Videos und Fotos. Und hier muss ich auch nochmal sagen, auch ihr könnt mir Material zukommen lassen. Ich habe schon ein paar Angebote bekommen, dass die Uhr selbst zugeschickt wird zum Review. Überlegt euch das mal, ihr habt die Uhr gerade neu gekauft, schickt sie zu mir, dann geht auf dem Postweg was kaputt oder auf dem Rückweg was kaputt. Das möchte ich halt nicht, aber wir können das so machen wie heute. Ihr könnt mir Videomaterial zuschicken, Fotomaterial zuschicken und wir machen ein Review eurer Uhr auf meinem Kanal. Ich finde das sowieso immer spannend zu sehen, wer was sammelt, wer wie sammelt und das dann wieder mit euch zusammen zu teilen. Ich bin natürlich jetzt auch mal gespannt auf eure Meinung zu der Davosa von Wolfgang. Schreibt unten fleißig in die Kommentare, was denkt ihr von dem Ticker, wie gefällt euch das Ganze? Habt ihr dieselbe Uhr, habt ihr Erfahrungen mit Davosa gesammelt? Teilt das gerne mit mir und der Community. Ich freue mich, euch da unten zu lesen. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen jetzt auf jeden Fall noch ein richtig schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.